und herzlich willkommen zu den nigelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In dieser Woche kommt ein Anime ins Kino, nur in einem ganz kleinen Kinostart, aber immerhin, also wirklich sehr begrenzt, nicht viele Kinos werden hier zeigen, aber trotzdem freuen wir uns tierisch auf Weathering with You, einen Film, den ich bereits sehen konnte und das konnte genauso auch schon der Patrick und der Till. Wir drei haben hier zu dritt über diesen Film besprochen, zu dem wir, naja, sagen wir mal, geteilter Meinung sind. Was genau wir dazu zu sagen haben, hört ihr am besten in unserem Triple. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Klavierstunden. Und Klavierstunden, da weiß ich gar nicht so viel, außer dass der Trailer recht beeindruckend war. Christopher, Steven und Berg von dem Podcast Steven Spoilberg haben diesen Film ebenfalls zu dritt besprochen. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören, denn das sind ja wirklich drei unserer besten Redakteure, die wir haben. Und das ist also ein Träumchen, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, und im Anschluss gibt's dann noch die Besprechung des Films Shadow. Und Shadow ist so ein asiatisches Ding. Der hat einen ganz kleinen Kinostart ebenfalls nur bekommen, lief wirklich nicht überall, erscheint aber auch schon mega zeitnah fürs Heimkino. Und ihr hört am besten mal selbst, was Christine, Britt-Marie und Steffen zu Shadow zu sagen haben, einem Film, von dem ich sonst gar nicht viel weiß. Mehr wissen würde ich, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Auf Facebook, auf Twitter, bei Instagram oder beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns damals schreiben, ob ihr die Filme gesehen habt, ob ihr sie mochtet, wie ihr unsere Besprechung fandet, ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt. All das sind Sachen, die würden wir gern von euch wissen. Und wir würden uns natürlich auch mega freuen, wenn ihr auf die Idee kommen würdet, uns zu bewerten. Bei Apple Podcasts, bei Fit, bei Facebook, bei Podcast.de, bei Google und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Bewertet uns, wäre toll, würde uns helfen. Und ne, was will ich mehr? Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des lang ersehnten Animes Weathering with You, das Mädchen, das die Sonne berührte. Ein Film, der eben jetzt hier nach seinem Vorgänger Your Name auch endlich mal einen kleinen, aber feinen Kinostart in Deutschland erhalten wird. Und wie ihr da draußen vielleicht wisst, bin ich ja gar nicht so der richtige Experte für Animes, hab mich trotzdem ein bisschen drauf gefreut, obwohl ich Your Name noch nicht gesehen habe, im Gegensatz zu meinen beiden Kollegen, mit denen ich heute die Besprechung machen werde. Ich begrüße an der ersten Stelle den allmächtigen Wettermeister, Wetterhexer, Patrick, moin. Servus. Der zweite Mann in der Runde ist der Experte für Urban Legend Fake Journalismus, Moinsen Till. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr beide habt auch den quasi Vorgänger von Weathering With You gesehen, Your Name, stimmt's? Ja, yep, richtig, ganz genau. Den geistigen Vorgänger, kann man so sagen. Ja, genau, also die hängen nicht miteinander zusammen, so gesehen, es ist halt einfach nur der. Obwohl die Plakate schon mega ähnlich aussehen, also das ist schon exakt dasselbe Design, weil die nämlich beide vom selben Regisseur kommen, nämlich von Makoto Shinkai. Der Film hat natürlich keine Altersbeschränkungen, eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 54, einen sehr spannenden original-japanischen Titel. Ganz klassischer Anime, steht zumindest hier auf der IMDb und geht am 16. Januar 2020 ab in den deutschen Kinosälen. Wie gesagt, es gibt einen kleinen Kinostart und wir hatten vorab die Gelegenheit, hier einen Pressescreener zu sichten. Dafür nochmal vielen Dank an die Presseagentur. Jo, das ist jetzt also ein Experiment auch ein bisschen für mich und ich bin mal gespannt, was rauskommt, wenn der Patrick für uns die Geschichte zusammenfasst. Es geht um den jungen Hodaka, der ist hatte wohl Stress mit seiner Familie, ist geflüchtet und ist jetzt quasi halb obdachlos und versucht sich mit irgendwelchen Jobs rumzuschlagen. Das macht er mehr schlecht als recht. Und irgendwann stößt er dann auf so eine Redaktion von einem okkulten Magazin, die von Wetterhexen berichten. Während des ganzen Journalismus, den er mehr oder weniger schlecht als recht betreibt, trifft er durch einen Zufall, möchte ich es nennen, auf das Mädchen Hina, das ihn erst, er rettet sie quasi, in Anführungsstrichen, denkt er. Und dieses Mädchen ist die Protagonistin des Films, die mit einer ganz besonderen Gabe ausgestattet ist. So viel kann man sagen. Genau. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich insgesamt finde, und ich bin kein Anime-Experte, aber das ist vor allem eine Teenie-Romantik-Geschichte. Also hier ist schon also ein romantischer Film. Das finde ich so auch der Kern des gesamten Films. Also wenn man mich jetzt letztlich fragt, was ist das für ein Genre? Und ich möchte Anime an der Stelle mal eben nicht als Genre, sondern quasi als Medium oder als Stilistik begreifen, dann wäre das hier für mich ein romantischer Teenie-Film mit fantastischen Elementen.
Ja, würde ich so sagen. Ja, doch. Ja. Es ist so ein bisschen Coming of Age. Es ist so ein bisschen Romanze. Ja. Und dann sind da noch so ein paar Fantasy- und Action-Elemente mit eingestreut worden. Ja, ich denke, aber es ist auch schwierig, aber das passt, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Okay, ja. Alles klar. Jetzt habt ihr beide schon Your Name mehrfach angesprochen und ich habe den ja gar nicht gesehen. Und ich würde euch jetzt bitten, mir den auch nicht voll krass wegzuspoilern. Aber vielleicht hört ihr schon angebliche Parallelen, die es ja irgendwie auch gibt. Weil quasi geistige Vorgänger, hattest du, glaube ich, gesagt, Till. Erzähl mal, was sind denn so die groben Parallelen, die es gibt? Es ist die, vom Stil her ist es eindeutig. Vor allem die Lichteffekte, die Blenden, das erkennt man ganz klar. Der Zeichenstil, weil es ist nun mal auch der gleiche Regisseur. Ich weiß nicht, ob er mitgezeichnet hat, bin ich mir gar nicht sicher. Und es hat halt wieder dieses vermeintlich mystische, übernatürliche, was man erst gar nicht so greifen kann, gar nicht richtig versteht. Am Anfang, würde ich sagen. Das ist so grob, ja. Das, was sich ähnelt. Das Mystische ist hier halt bei Weathering With You so ein bisschen präsenter. Bei Your Name ist das so ein bisschen im Hintergrund und kommt dann erst später zum Tragen. Wollen wir aber nicht vorwegnehmen, falls das jemand noch nicht gesehen hat. Diese Elemente können dann sehr überraschend und stimmig noch kommen. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, informiert euch weder bei Weathering With You noch hier. Noch bei Your Name großartig. Da hat der Film dann seine beste Wirkung, wenn man das wirklich komplett unvoreingenommen sieht. Ja, also bei Weathering With You habe ich mich gar nicht informiert. Ich habe nichts drüber gelesen. Ich wusste nur schon seit längerem, dass der einen Kinostart bekommt und dass er halt vom gleichen Regisseur ist wie Your Name. Und bei Your Name wusste ich nur den ganz groben Plot, dass es um Körpertausch geht. Und Your Name ist mit Abstand einer der besten Anime, die ich gesehen habe, würde ich sagen. Okay, wir haben übrigens hier auch vor einigen Monaten, das war damals noch der Danny, auch eine Besprechung von Your Name bei uns im Cast gehabt. Wenn ihr da also noch ein paar Details wissen wollt, hört da unbedingt mal rein. Die wollen wir hier jetzt nämlich nicht wiederholen. Ich muss aber sagen, weil ihr sagtet, dass die fantastischen Elemente bei Your Name ja erst im Laufe des Films quasi aufschlagen und man davon auch ein bisschen überrascht wird. Jetzt ist die Überraschung natürlich total verdorben. Dann haben wir ja natürlich die Situation, dass wir hier relativ langsam daran geführt werden. Wir haben jetzt hier also unseren Protagonisten, der hat den vollen Namen Horishima Hodaka. Wir nennen ihn aber jetzt immer Hodaka. Und der ist ja quasi geflohen. Also wir wissen nicht genau, wovon er geflohen ist. Wir können das nur interpretieren, wie wir übrigens generell ziemlich viel bei dem Film nur so zusammen interpretieren können. Mit Wissen kann man da in vielen Fällen eigentlich gar nicht punkten. Es gibt eine Menge Punkte, die sind letztlich so also ein bisschen abstrakt oder man muss sie sich aus einzelnen Details zusammensuchen und so eben auch die quasi Vergangenheit unseres Protagonisten, der unter Umständen eventuell vor häuslicher Gewalt geflohen ist. Wir haben ihn ganz zu Beginn des Films, das sieht man gleich in den ersten Szenen, hat er Pflaster im Gesicht und auch mehrfach im Film wird klar, dass obwohl er in teilweise sehr beschissenen Situationen ist, er auf gar keinen Fall zurück dahin gehen möchte, wo er herkommt. Und ich interpretiere das so, dass er vielleicht aus einer Familie oder einem Umfeld mit viel Gewalt kommt. Könnt ihr euch das auch vorstellen und habt ihr da andere Ansätze? Das ist gut möglich. Ich habe tatsächlich, sobald er in Tokio ankommt und die Pflaster vom Gesicht nimmt, gar nicht mehr richtig drüber nachgedacht. Bin ich ganz ehrlich. Das habe ich einfach vergessen. Ich habe da dafür umso mehr drauf geachtet. Es gibt ja ab und zu mal so Action-Sequenzen und da merkst du eben auch, wenn es dann zur Sache geht, dass er dann erstmal total zurückschreckt. Also du merkst, in ihm ist da schon so ein leichtes Trauma, das da brodelt. Also ich glaube, da hat Andi gar nicht mal so Unrecht. Es wird nur nicht wirklich gesagt, was ist. Aber die Situation muss deutlich beschissener sein als das, was man hier sieht. Weil er lebt ja wie so ein Hund auf der Straße, aber er will trotzdem nicht wieder zurück nach Hause. Also muss das schon ziemlich schlimm gewesen sein, was ihm da widerfahren ist. Ja, er hat auf jeden Fall so emotionale Impulsdurchbrüche. Wo er dann aus dem Affekt raus handelt und das Ganze deutlich überspitzt ist. Beispiel mit der Waffe. Zweimal passiert das. Wo man einfach denkt, selbst mit einer Waffe im Gepäck
würde jemand, dem nichts Schlimmes geschehen ist, der vielleicht kein Trauma hat, vielleicht nicht direkt so hart reagieren? Hm. Ja, vielleicht. Er ist dann ja letztlich in Tokio, da erlebt er was, da lernt er auch Leute kennen. Ich will ja gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber er muss sich letztlich ganz schön rumschlagen und sucht einen Job. Das fand ich auch ganz interessant gemacht, weil er letztlich ständig sein Smartphone in der Hand hat und versucht hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise Aushilfsjob ranzukarren und da dann sich irgendwie über Wasser zu halten, was natürlich nicht so leicht ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war mal in Tokio, jetzt nicht lang, ich glaube, das war ein bisschen über eine Woche war ich da. Und habe das natürlich mehr wie so ein Tourist erlebt. Ja, das heißt, ich musste mich da nicht irgendwie großartig zurechtfinden. Ich habe es auch zum Beispiel auch als eine wirklich sehr saubere Stadt kennengelernt. Jetzt gerade so dieses Ding, dass da mal Leute neben Mülleimern sitzen oder wirklich so rum, einfach auf der Straße leben, obdachlos sind, das habe ich so in der Form jetzt nicht erlebt. Er selber muss das aber durchaus eben auch mal mitmachen und sich wirklich auch vom Nötigsten ernähren. Und dabei lernt er dann eines Tages die Hina kennen. Und Hina ist eine junge Frau, die ungefähr sein Alter hat, also eben die zweite Protagonistin des Films, und auch die scheint schon einiges erlebt zu haben. Relativ schnell ist klar, dass auch sie in einer schwierigen Situation ist, und da wollen wir nicht zu viel jetzt auch verraten, weil da ist, glaube ich, eines der Sachen, die man so entdecken kann, aber unter anderem ist sie ganz enge mit ihrem kleineren Bruder, der ein ziemlicher Gentleman ist, wie es aussieht, ein ziemlicher Ladiesman, und ja, auf den kümmert sie sich letztlich schon sehr. Also ist sie eben auch vielleicht nicht in der klassischen geborgenen Familiensituation gerade, und das verbindet die beiden doch scheinbar irgendwie recht schnell. Gibt es denn bei ihr noch so Interpretationsansätze? Gerade zum Beispiel die Frage, sie hat ja scheinbar irgendwelche, also Besonderheiten, sie hat ja, ich sag's mal direkt, Fähigkeiten, was das im Detail ist, will ich jetzt hier nicht verraten, aber gibt's da Ansätze der Interpretation, wo sie die herhaben könnte? Ja, das sieht man, lass mich überlegen, ohne Spoiler, also es wird am Ende und am Anfang gezeigt, und wenn man Anfang und Ende, wenn sie durch diesen Schrein geht, kein Spoiler, das ist ganz am Anfang, da wird es erklärt, weshalb sie das kriegt. Ja, und das ja. ist halt, da ist halt die Frage, geht, und ich kenne mich nicht in der Mythologie der Japaner so gut aus, das Mythologischste ist irgendwie, dass ich, die sind die sieben Dragon Ball wahrscheinlich bei mir, da hört es dann schon auf. Das ist halt damit was zu tun. Entweder ist es tatsächlich die Religion oder die Mythologie, die dahinter steckt, weil es gibt irgendwann auch so Wandgemälde, Deckengemälde, die man sehen kann, während sich mit einem älteren Mann unterhalten wird, gerade wo es um diese starken Regenfälle und so geht. Das sind so die beiden Ansätze, die ich mir denken kann oder die logisch sind. Entweder ist es gemischt, oder ich kenne halt die Mythologie nicht, oder es ist halt das Religiöse, weil es halt auch viel nicht viel, aber auch gebetet wird. Ja, das Religiöse spielt schon irgendwie eine Rolle, aber das ist natürlich eine andere Form von Religion, als das jetzt so ein klassischer Christ jetzt. Ja, 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 ja. Also das ist jetzt nicht dieses, obwohl man auch sagen könnte, Christentum ist eine geile Art, als, sage ich mal, Interpretation von Fantasy, ist das letztlich ja jetzt hier auch nicht unbedingt viel anders. Ja. Also wir haben ja natürlich auch mal Bilder von Drachen. Oder es gibt natürlich auch in der japanischen Mythologie irgendwelche Geister und, sag ich mal, Dämonen, die irgendeine Rolle spielen. Und darauf jetzt vielleicht nicht so sehr eingegangen, aber es gibt auch so ganz kleine Figürchen, die hier eine Rolle spielen, die auch in großen Mengen auftreten. Auch das gibt's hier irgendwie alles. Und da ich aber absolut keinen blassen Schimmer habe, von der, die zum Beispiel diesen Schrein, die es auch so gibt, ne, wenn die durch diesen, das kennt man vielleicht, diese Tore, diese roten Tore, das wird einem bekannt sein, wenn man schon mal irgendwo, ja, so ein klassisches kulturelles Bild japanisch gesehen hat, aber wo man so durchschreiten kann, das gibt es eben auch in kleinen, so in Schreinform, wie ich das dann da in Japan erlebt habe, gibt es da wirklich auch an vielen Häuserecken, in kleinen Gassen, so kleine Mini-Schreine, und ich glaube, es gibt auch verschiedene Formen von Religionen, so genau weiß ich das alles gar nicht mehr, aber das ist, glaube ich, sehr viel alltäglichere Form von Religion, als wir das vielleicht hier haben. Und vor allem habe ich das Gefühl, du hast wirklich um jede Ecke, selbst in der größten, modernsten Großstadt, und ich habe letztlich Osaka, Tokio und Kyoto kennengelernt, du hast überall so kleine Schreine. Hm. Also es ist viel, nicht wie, du hast bei uns nicht überall so ein Kreuz stehen. Du hast bei uns nicht überall so eine Jesusfigur. Und da hast du das eben schon. Ja, so sieht es aus. Man kann hier wirklich sagen, man sieht auch viele, viele Details. Also dieser Film ist sehr, sehr detailverliebt.
schon allein, wie die da Tokio nachbilden, da, das ist so richtig krass detailverliebt. Da will man gar nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, das stimmt. Ich hab am selben Tag noch mal die Doku Neverending Man von Hayao Miyazaki gesehen, wo Hayao Miyazaki einen seiner Mitarbeiter richtig zusammenscheißt, weil er nicht auf die Details achtet und sagt, hier, bei dir muss das funktionieren, sonst bist du gefeuert. Und dann schmeißt er da eine der Zeichnungen in so einen Mülleimer, in den schon richtig viele Blätter an verworfenen Zeichnungen schon sind. Und er macht diesen Mitarbeiter, der eigentlich ziemlich gut zeichnet, so zur Sau und sagt ihm so viele Details, was er zu beachten hat. Und ich denke, so in der Art wird auch hier der Prozess gewesen sein bei der Detailverliebtheit, die man hier sieht. Ja, die ist tatsächlich der Wahnsinn. Das ist bei Your Name auch so. Saß ich mit offenem Mund vor diesem Film. Das ist so unfassbar detailverliebt und sieht so, so toll aus. Ich würde meinen, ich habe schon sehr, sehr viele Animes geguckt und bin ein riesen, riesen Ghibli-Fan. Und jetzt tatsächlich, dass ich Your Name und jetzt auch Weathering With You hat auch einen Detailgrad, der ist sehr sucht seinesgleichen. Also Ghibli ist nochmal anders geil. Ghibli ist auch für mich immer noch unerreicht, was das angeht. Aber die haben ein Detailreichtum, das ist wirklich Wahnsinn. Und dann ist es auch noch so toll gezeichnet. Und das alleine, wenn der Scheibenwischer über die Windschutzscheibe fährt und du dann siehst, wie danach noch der Restschmutz gepaart mit Wasser aufklart auf der Scheibe, also das ist Wahnsinn. Da könnte ich euch eine Stunde mit volllabern. Interessiert aber leider wahrscheinlich nicht so viele, als dass sie mir dabei zuhören. Aber schon allein diese vielen Wassereffekte, jeder, der sich so ein bisschen mit Animationsfilmen beschäftigt, der weiß, wie schwierig es ist, Wasser zu animieren. Es ist halt so ein Element, das hat so viele Variationen und gerade hier, da ist schon allein beim Wasser so eine kranke Detailverliebtheit. Ja. Da will ich nicht wissen, was schon allein bei dem Wasser für einen Aufwand dahinter steckt. Ja, und da tatsächlich ist, wenn ich jetzt alte Disney-Filme gucke, gerade jetzt, meine Tochter ist 5, so, das ist halt genauso die Hochzeit jetzt, das fängt an. Diese alten Disney-Filme, die liebe ich alleine wegen dem Wasser. Es ist alles handgezeichnet. Und dann die ganzen neuen Animationsfilme, ne, Animation nicht, also Zeichentrickfilme, bis solange es noch Zeichentrickfilme gab, haben dann irgendwann diese computeranimierte Scheiße angefangen. Das Wasser sieht immer kacke aus. Tarzan zum Beispiel. Ganz toller Film für mich als Kind damals. Das Wasser immer schon scheiße ausgesehen. Und das ist, die zeigen dir, lass es Ghibli sein, lass es jetzt das Studio sein, was uns diese beiden tollen Filme, die anderen kenne ich nicht von dem Regisseur, wie geil kann Wasser aussehen? Lass es am Computer auch entstanden sein. Die zeichnen ja nicht mehr traditionell, aber es ist einfach Hammer. Kein 3D-Scheiß animiertes Wasser, bitte. An alle, die jetzt noch Zeichentrick machen, ist es der Wahnsinn bei den beiden Filmen. Und vor allem bitte keine Hybriden. Wir haben in letzter Zeit auch einige Animes gesehen, wo dann noch die 3D-Effekte so richtig hässlich reingeklatscht wirkten. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, aber Andi hat den auch gesehen und hat eine Besprechung dazu gemacht. Da war auch viel mit Wassereffekten und Leuten, Big die Fish sich and Biola oder so. Genau. Ja, wo da diese 3D-Animation. Begonia, glaube ich. Ja, Biona oder Begonia. Da wirkten diese 3D-Effekte halt wirklich so hässlich reingeklatscht und wie so ein Fremdkörper im ganzen Film. Das hat man hier zum Glück nicht. Hier ist alles so richtig schön per Hand gemacht. Und selbst wenn Computeranimationen sind, und die sind mittlerweile ja nun mal gang und gäbe, auch bei Ghibli, das wandelnde Schloss zum Beispiel, es wird handgezeichnet drüber draufgelegt, ich habe keine Fachbegriffe dafür, auf die Animation. Es wird handgezeichnet und dann auf das 3D-Modell draufgesetzt. Die sollen animieren, sollen sie machen, aber es sieht so, wie es da gemacht wird, wirklich toll aus. Und das zeichnet diesen Film, um wieder zu Weathering With You zu kommen, das zeichnet den einfach aus, dass es einfach ganz, ganz, ganz toll aussieht. Okay, ich glaube, wir sind uns einig, dass der optisch fantastisch geworden ist. Also da kann man wirklich gar nichts sagen. Stopp mich bitte. Nee, da ist es ja auch egal jetzt, ob das letztlich jemand sagt, der den Film jetzt
quasi sieht als absoluter Laie, so wie ich im Endeffekt, oder jemand, der wie du schon auch einige von diesen Animes gesehen hat. Das kann man ja alles so gar nicht unter einen Hut kehren, da gibt es ja auch wieder diverse Subgenres, das ist mir alles schon klar. Der ist wunderschön, nichts anderes habe ich hier behauptet, wirklich, um das nochmal klar zu machen. Aber ich behaupte trotzdem, dass es nicht unbedingt der einsteigerfreundlichste Film seiner Art ist, was unter anderem auch daran liegt, dass es hier auch eine Art anderes Erzählen gibt. Klar, es gibt viele langsame, ruhige, meinetwegen melancholische Momente, aber es gibt auch eine ganze Menge Dinge, wo ich gerade gen Ende, wenn nicht sogar das eigentliche Ende, das habe ich nicht verstanden, das war mir nicht ganz klar. Es gibt plötzlich ein Time Gap, also da werden plötzlich 3 Jahre übersprungen, ganz am Ende, das ist, ohne genau zu sagen, werden da was passiert, aber die Figuren ändern sich rein optisch nahezu gar nicht. Es ist scheinbar was passiert, aber was genau wissen wir auch nicht. Man denkt vor diesem Sprung, okay, jetzt gäbe es hier vielleicht auch Tote, auch ein Teil unseres Teams, unser Protagonisten wäre tot. All das sind so die Gedankengänge, die ich hatte, und ich habe es teilweise einfach nicht richtig gerafft, glaube ich. Mir ist schon klar, dass ich hier irgendeine Form von, man könnte sagen, Märchen gesehen habe. Und mir ist auch klar, dass es ein Film ist, bei dem ich nicht alles auf die Goldwaage legen darf und das alles so 1:1 für bare Münze nehmen darf. Aber ich kann definitiv sagen, dass ich hier eine Menge Lücken habe und ich das auch irgendwie, also ich könnte sagen, Plotholes wurden mit Fantasy-Scheiß gestopft, könnte ich sagen. Das muss man radikal vielleicht auch mal zuvor sehr radikal. Weißt du wie? Ja, um auch ein bisschen aggressiv in die Diskussion zu gehen, ne? Aber das ist so, könnte man letztlich sagen. Und ich muss sagen, also ich kann wirklich über vielem drüberstehen, ich bin da gar nicht so verkrampft, aber das Ende selbst fand ich dann erstmal abschreckend und das hat mir den Film auch ein bisschen madig gemacht. Könnt ihr das nachvollziehen? Also Patrick, vielleicht erstmal an dich die Frage weitergereicht. Kannst du das nachvollziehen, dass ich so als wirklich Gelegenheitszuschauer dieser Art von Film da auch ein bisschen meine Schwierigkeiten mit hatte? Ich kann das nachvollziehen. Mir ging es sogar ziemlich ähnlich. Mir kam es sogar so ein bisschen vor, als hätte man beim Epilog aus Versehen eine Minute rausgekattet. Und irgendwie fehlt einem da so die letzte Erklärung. Ich stand da auch da, okay. Hab dann extra noch mal gegoogelt, der Weathering with You Ending Explained. Dann stand ich noch verwirrter da. Also, es ging mir genauso wie dir. Und für mich hat das so ein bisschen dann an dem Gesamtprodukt, an der Gesamtwertung wirklich so ein bisschen was weggedrückt. Oder auch am Meisterwerkstatus, wo ich dann sage, ja, okay, schade. Am Schluss haben sie mich so ein bisschen verloren. Du hattest mir einen Link geschickt, wo dann das Ende noch interpretiert und erklärt wird. Darauf will ich gleich nochmal eingehen, aber die Frage erstmal weitergereicht an dich, Till. Kannst du nachvollziehen, dass ich da so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit der Handlung hatte? Ja, doch, ich kann das nachvollziehen, dass das schwer zugänglich ist. Gerade der Film, der Vorgänger ist ein bisschen, es war auch, muss man ein bisschen mitdenken, aber der ist dann einfacher zu verstehen, weil man nicht zu viel zu interpretieren hat. Aber der jetzt ist tatsächlich, was so den Einstieg in Anime geht, nicht geeignet. Nein, gerade weil ganz am Ende, wenn das dann um die Wolken geht, möchte ich einfach mal sagen, was passiert mit den Wolken, ist es schon, für mich war das, ich habe das sehr, sehr genossen, was da passiert. Und ich habe das aufgesogen, ich habe die Effekte aufgesogen, ich habe die Protagonisten, wie sie miteinander umgehen, aufgesogen, gepaart mit diesem mystischen, das hat für mich alles irgendwie zusammengepasst. Und ich kann aber nicht genau erklären, was da passiert ist. Also deswegen verstehe ich euch, aber ich habe das sehr, sehr genossen tatsächlich. Ich würde die Frage gerne noch mal ein bisschen erweitern, weil du sagst, du hast es auch so genossen und so. Dadurch, dass wir den jetzt ja auf dem kleinen Bildschirm gesehen haben und ich irgendwie da vielleicht noch nicht sofort den Zugang hatte, war ich vor allem von den emotionalen Momenten, und davon gibt es welche in diesem Film, Überraschung, einfach nicht so angetan. Ich weiß, das habe ich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf Twitter zum Beispiel gelesen, da sind viele wohl mit so einem Tränchen im Auge aus dem Kinosaal, aus der Presseverführung gekommen, da waren viele dabei, die echt ergriffen waren, aber ich muss sagen, mich hat das alles irgendwie nicht so berührt, weil ich dafür zu viele Fragen irgendwie hatte. Ich fand eher dieses Ausgangssetting mit, aus was für einem Umfeld kommen die beiden Hauptprotagonisten und meinetwegen die Leute alle, die ja alle nicht die einfachsten Situationen haben, das konnte ich irgendwie, da hatte ich irgendwie noch eher eine emotionale Bindung als jetzt zu den eigentlichen traurigen Momenten. Woran lag's? Bin ich einfach ein kalter,
alter Mann. Ja. 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 Okay. Ja. Wobei ich bin älter als du, aber. Okay. Tja, schwierig. Ich weiß es auch nicht. Also. Warst du ergriffen? Ich war ergriffen, tatsächlich. Also, mir ist. Die Fliege ist mir knapp am Auge vorbeigeflogen. Bei Your Name ist die Fliege direkt ins Auge rein. Tatsächlich. Aber. Ich fand es schon emotional, ja, tatsächlich. Also, doch, ja. Ich würde sogar Andi den Tipp geben, wenn ihn der jetzt kalt gelassen hat, soll er bei Your Name einfach mal schauen. Der Film nimmt einen auch ein bisschen mehr bei der Hand, hat nicht ganz so sehr diese Mystik. Mhm. Oder wenn er versuchen will, dann ein paar Tränchen mehr zu verdrücken, dann soll er die letzten Glühwürmchen danke, sehen. Danke, ich wollte es gerade sagen. Ah, ja, gut, den kenne ja sogar ich. Ja. Also den kenne ich auch, ja, ja klar. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren. Genau, der zerstört, der war auch der zerstört dich einfach. Punkt. Das ist richtig, ja. 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 Also ich verstehe da beide Seiten tatsächlich. Also ich fand es emotional ergriffen, ja. Tränenkullern, nein. Aber es war einfach irgendwie schön traurig. Und auch die Zwischenplots oder Nebenstrang von dem, der Chef der Redaktion, wo unser Hauptdarsteller landet, ja, der ist erstmal ein total komischer Typ und der hat aber wirklich auch eine ganz tolle, aber tragische Geschichte, was ihn als Vater sein und angeht mit seiner Tochter. Das sind auch so, mhm, das hat mich fast noch mehr ergriffen. Vielleicht liegt es daran, dass ich Vater einer Tochter bin. Ja. Seitdem bin ich weichgespült wie sonst was. das ist aber auch ein schöner Nebenstrang, der mich auch kurz und knapp sehr gut abgeholt hat. Das ist es aber, was Andi die ganze Zeit angedeutet hat. Diese ganzen Einzelschicksale haben einen mehr mitgenommen als dann dieser storyübergreifende Handlungsbogen. Der hat einen durch diese distanzierte Mystifizierung so ein bisschen dann doch auf Distanz gehalten. Ich bin da auch bis zum Ende mitgegangen. Beim Ende war ich dann so echt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dachte, okay, ja, das war's jetzt. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel auch vorweggenommen, gerade was zum Beispiel die Frage der Zielgruppe angeht und auch wie uns einzelne Aspekte jetzt hier gefallen haben. Ich denke, wir könnten durchaus galant jetzt hier auch zu einem Fazit kommen. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall noch einen Interpretationsansatz mit reinwerfen, was so dieses Umweltthema angeht. Natürlich. Gibt es denn von eurer Seite noch Dinge, die ihr vorher noch erwähnen wollt, bevor wir zum Fazit kommen, oder wollen wir direkt dahin ja, gehen? Also ich hätte noch eine Kleinigkeit, bevor ich zum Fazit komme, und zwar, wie habt ihr das Product Placement empfunden? Also mein Fazit gleich, aber ich fand es schon, ich mag das, meinetwegen sollen sie machen, aber da, ja, es ist Tokio, überall leuchtet was, überall ist McDonald's und jede mögliche Elektronikfirma, das waren schon ganz schön viele Firmen, der abgebissene Apfel, ich habe noch nie, außer bei der Werbung von McDonald's, habe ich noch nie so einen Big Mac gesehen. Das kommt, Leute, ehrlich. Der noch sich so aufgegangen. Ja, der aufgegangen. Kriegt, genau. Ja, das, ja, ist, ja, lecker. Das ist wie das Brötchen von Rey in Episode 7. Ja, genau. Das hätte vom Product Placement her schon Michael Bay sein können. Ja, also das fand ich schon. Um das jetzt mal wirklich zu sagen, das war wirklich schon. Das ist mir sehr aufgefallen. Richtig schön penetrant. Ja, ja, ja. Dadurch wirkt es aber irgendwie auch glaubhaft. Eben, das wäre nämlich ja Teil meines Fazits. Ich meine, gerade der angebissene Apfel oder eben auch das große M, die beiden sind mir aufgefallen. Mehr glaube ich auch nicht. Bei Automarken ist mir nichts aufgefallen. Getränke finde ich, also vielleicht gibt es diese Biermarken, keine Ahnung, aber die kannte ich jetzt allesamt nicht. Und dadurch, finde ich, wirkt es insgesamt doch sehr realistisch. Also das große graue Tokio, okay, alles als Haken dran. Aber dadurch, dass wir natürlich auch viele Innenaufnahmen haben und so. Und generell einfach, dass sich das Leben junger Leute, die so ein bisschen, sage ich mal, auf kurz vor der Vereinsamung stehen, viel über auf ihrem Smartphone darstellt. Das ist halt einfach so. Und irgendein Smartphone muss das sein. Das stimmt. Vielleicht ist das ja sogar eine Optik gewesen von einer Plattform, die in Japan total beliebt ist. Das weiß ich jetzt an der Stelle gar nicht. Kann ja sein. Wie die bekannte Suchengine Yahoo.
Stimmt, die war ja auch dabei, ja, wirklich. Ja, ja. Wobei, unterschätze nicht die Yahoo. Nee, ist richtig. Ist also richtig, ich glaube ja tatsächlich, dass sie eine große Rolle spielt, ja, so wie bei Google Plus letztlich auch nur noch die Gruppen irgendwann eine Rolle gespielt ja haben. So ist es, glaube ich, bei Yahoo auch irgendwie. Also ist einfach ein bisschen eine andere Welt. Ja, mit dem Product Placement, du hast jetzt direkt angesprochen. Also ich fand es nicht so schlimm, es ist mir nicht negativ aufgefallen. Jetzt gut, wo ich über den Burger nachdenke, gebe ich dir völlig ja recht. Der ja ist natürlich ja ein Extrembeispiel. Ja, also das dazu. Bei mir war es dann auch so, ich hatte ja da, als ich den Film gesehen hatte, eine Zeit lang nichts gegessen und bei dem Burger habe ich dann noch so richtig Hunger bekommen, weil ich dachte, oh scheiße, ja, ich habe lang nichts mehr gegessen, ich muss jetzt endlich mal wieder was essen. Boah, das war schon wirklich heftig gemacht. Ja, ja, generell finde ich das in Ordnung, weil es passt in diese komplett krasse Stadt. Es ist halt nur dieses, ja, es wird beim Goldenen M ist es halt, wo ich dachte, okay, das ist schon ein krasser Burger und ja, I'm loving it, jeder kennt diesen Spruch, aber wir zoomen nochmal drauf. Das ist, war ein bisschen over the top, aber ansonsten hätte es mich auch nicht so doll gestört. Ich habe letztens auch nochmal Lost in Translation gesehen, da war die Werbung auch ähnlich. Also es gehört halt zu Tokio dazu, dass alles voll ist mit Werbung, also irgendwie ist das auch der Authentizität geschuldet. Mhm. Sehr gut. Ich möchte in meinem Fazit, auf das wir jetzt kommen, einfach mal darauf hinweisen, dass ich persönlich diese eigentlich gar nicht so sonderlich subtile Natur-Environment, komm, lass mal irgendwie auch das Thema Umweltschutz mit reinbringen, dass ich das irgendwie gar nicht so schlecht fand. Also es ist einfach eine schöne Version quasi gewesen, dieses Thema auch ein bisschen mit in so einen Film zu implementieren, der ja letztlich für mich, wie gesagt, eher so eine Teenie Romantic irgendwas Story gewesen ist. Es ist nicht zu aufgesetzt und gerade durch die Fantasy-Aspekte irgendwie auch nicht nervig, was es hätte durchaus werden können. Und es gibt eine Menge Punkte, gerade sowas wie Natur erobert sich quasi die Erde zurück. Das steckt auf jeden Fall mit drin. Oder generell Interaktion zwischen Mensch und Natur. Ein bisschen auch die Frage, wie reagieren Tiere? Wie werden Tiere domestiziert? Vielleicht all so Sachen stecken da irgendwie auch mit drin. Das fand ich ganz nett. Das Setting insgesamt fand ich gut. Ich finde einfach dieses urbane Setting, das natürlich mit Tokio da geschaffen worden ist, top. Ich mag gerade diese düsteren Momente. Ich mag die Einzelschicksale, wie Patrick das ganz korrekt festgestellt hat. Fand ich auch toll. Und insgesamt war es eigentlich das Ende, das mit dem Film so ein bisschen verhagelt hat. Weil bis dahin war es ja irgendwie cool und irgendwie auch schön düster irgendwie auch. Und deswegen kann ich dem Film gut gemeinte 3 von 5 Punkten geben, die vor allem deshalb 3 von 5 Punkte sind, weil ich halt die Optik so wahnsinnig beeindruckend finde. Da kann ich nichts anderes behaupten. Insofern von mir Daumen nach oben, aber wirklich vielleicht nicht unbedingt was für Einsteiger dieser Art von Film. Till, wie sieht's mit deinem Fazit aus? Ich möchte nichts mehr zu der Optik sagen, weil wir sind schon bei einer halben Stunde. ich fand die Geschichte toll, ich fand die Charaktere toll. Ich kann dir da größtenteils zustimmen, auch was die Umweltaspekte sind und diese leichte Global Warming, das leichte Global Warming Thema, was da mystisch aufgearbeitet wird. Und mich hat er ziemlich gut abgeholt und ich möchte nochmal auf Your Name zurückkommen, der für mich 2018 der beste Film des Jahres war. Da kommt er nicht ran. Keine Chance. Allerdings bleibt A Weathering With You, For You, verdammt, ich kann es mir nicht merken, eine 4 von 5, weil er mich wirklich, abgesehen von der Optik, von der Geschichte, von der Mystik, von der Mythologie und den Charakteren gut abgeholt hat. Und mich hat das Ende, der Epilog, das war vielleicht, man hat ihn in seiner Heimatstadt, man hat, na, ich sag nichts. Aber das Ende, es gibt eine Sache, die mir ein bisschen zu schnell und zu plump erklärt wurde, aber ansonsten, und die spoilere ich jetzt nicht, ansonsten hat er mir wirklich sehr gut gefallen. 4 von 5 habe ich gesagt, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, ich fand den Film auch ziemlich, ziemlich gut, bis auf das Ende. Ich mochte so gewisse Aspekte. Die Action, die hier eingebaut war, die hat mich ein bisschen an so Quicktime-Events von Telltale Games erinnert, wenn man das jetzt mit Your Name gegenüberstellt. Also so haben für mich diese Action-Sequenzen gewirkt. Wirklich so, oh nein, er reagiert, wie macht er es? Wie? Und auch dieses Zögern in seiner Art. Das hat wirklich so ein bisschen wie so ein Telltale-Quicktime-Event gewirkt. Aber ich hatte mit dem Film sehr, sehr viel Spaß. Ich fand den optisch wirklich schön. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast hört,
oder ihr das bei den Rocket Beans, die Besprechung hört, da werde ich noch mal im Kino sitzen und mir das auf der großen Leinwand gönnen. Darauf freue ich mich. Vielleicht werde ich mich dann auch ein bisschen mehr mit dem Ende versöhnen können. So insgesamt würde ich den Film eine 3,5 von 5 Punkten geben. Wer auf die klassischen Animationsfilme steht und sowas mal wieder sehen will, der kommt da um den Film nicht drum rum, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Ich klicke hier gerade die ganze Zeit durch die Bilder auf der IMDb und Leute, ist der Film schön. Aber wir wollten dich nochmal auf den Stil zu stellen. Der Optik-Podcast mit Till kommt. Es war mir eine wahre Freude. Und auch wenn ich kein Tränchen verdrückt habe, gibt es bestimmt eine Menge Leute, die da draußen das genau tun werden bei dem Film. Denn ja, warum haben wir jetzt mehrfach erklärt. Es war schön mit euch, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Gerne. Bis dann. Ciao. Willkommen, Freunde der klassischen Musik, zu der Besprechung der Dokumentation Klavierstunden. Sie dauert 83 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und sie wurde von Ken Wardrop inszeniert. Ich bin Christopher und an meiner Seite sind heute der Berg und der Steven, auch bekannt als das Podcast-Duo Steven Spoilberg. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ich hoffe nicht, dass unsere Besprechung 83 Minuten geht. Oh, hierbei bestimmt nicht. Was erwartet uns in Klavierstunden? Klavierstunden ist eine Reise in die Welt des Klavierunterrichts. Es geht um Schüler, ob jung, ob alt, um Lehrer und um ihre Beziehung und den Stolz und das Glück, ein Instrument zu spielen. Ein liebenswürdiger und humorvoller Film über die transformative Kraft der Musik. So heißt es im Presseheft. Und das ist grundsätzlich erstmal nicht falsch. Es geht hier darum, dem Zuschauer wohl zu vermitteln, eben was für eine Herzensangelegenheit das sein kann, ein Instrument zu erlernen und dass es dabei eben nicht nur um Fingerfertigkeiten geht. Und ich finde, da ist der Film auf einer Hinsicht schon erfolgreich. Er bringt sehr viel Herzenswärme mit sich, nur er ist sowas von repetitiv in der Art und Weise, wie er das tut. Spoiler kann man ja nicht wirklich sagen, aber es ist im Grunde genommen eine Doku, die auf, sagen wir mal, 45 Minuten hätte getimed werden sollen und sich dann auf Spielfilmlänge erstreckt. Und ich finde, um das mal gleich vorwegzunehmen, das war für das, was man hier zu sehen bekommt, viel zu lang. Also ich würde behaupten, dass, sag ich mal, der Eindruck sich deswegen so aufzwängt, weil die grobe Strukturierung der Dokumentation ist ja, dass das Klavierspielen an sich in 8 Grade eingeteilt ist, die in der Schwierigkeit eben aufsteigend sind und das wird hier als Grundstruktur genutzt. Das heißt, man fängt beim Grad 1 eben an und zeigt dann eben Schüler und Lehrer. Und das geht dann mit jedem Grad so weiter. Insofern wiederholt sich das Schema. Und die Veränderung der Grade ist ja eigentlich der Schwierigkeitsgrad und was jetzt im Klavierspielen an sich dazukommt. Darauf geht aber die Dokumentation nicht ein, sodass eben so dieser Wiederholungscharakter sich, glaube ich, einstellt. Ja, man kriegt so ein bisschen nebenbei mit natürlich, dass da jetzt andere Schüler vorgestellt werden, die einfach schon ein Stück weiter sind. Also das scheint so eine Art... Querschnitt zu sein zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo dann halt gezeigt wird, welche Schüler an welchem Zeitpunkt sind. Und klar sieht man dann bei den späteren Graden etwas bessere Schüler und man kriegt einen etwas anderen Eindruck, aber es stimmt natürlich total, die Struktur ist repetitiv und letzten Endes fand ich es trotzdem relativ unterhaltsam, aber auch recht lang. Also da gehe ich mit. Ja, es gibt durchaus sehr charmante Momente, insbesondere bei den Lehrer-Schüler-Duos, wo es sich halt um Kinder handelt. Das ist manchmal ganz niedlich, was die so zu erzählen haben, ihren Blick auf die Welt, ihren Blick auf das Klavierspielen erlernens. Das war manchmal ganz lustig und auch bei den Erwachsenen gab es dann so komische Duos, die man nicht erwartet hätte. Da war zum Beispiel ein Mann, der war ja ein großer Heavy-Metal-Fan und hat dann bei so einer alten Dame das Klavierspielen erlernt. Da gibt es ganz nette Momente, nur was das hier zu einer Dokumentation hätte machen können, bei der ich mitgehe und bei der ich auch wirklich gerne sehen will, wo die Reise hinführt, wäre, wenn man wirklich eine Gruppe von Klavierschülern genommen hätte und man hätte sie begleitet quasi über Jahre hinweg, bis man dann eben tatsächlich ihre Examen sieht.
Und da wenn man eine kleine Gruppe von Leuten gehabt hätte, bei der man die ganze Zeit über gewesen wäre, das hätte mich gepackt. Aber hier hat man ein Lehrer-Schüler-Duo, 3 Minuten später wird das nächste gezeigt, 5 Minuten später wird das nächste gezeigt. Und das geht so im Endlos-Takt, die kompletten 83 Minuten lang. Und man springt von Menschen zu Menschen zu Menschen zu Menschen, aber irgendwie außer hier und da ein paar Schmunzelmomenten bleibt da einfach nichts hängen, weil man nicht wirklich auf eine Reise geht mit diesen Leuten durch den Prozess des Erlernens. Also ich muss sagen, mir hat es eigentlich gefallen. Also das, was ihr jetzt so ein bisschen als negativ oder du als negativ dargestellt hast, fand ich gar nicht so schlecht, weil ich hätte es, glaube ich, eher langweilig gefunden, wenn ich ein und denselben Leuten jetzt beigewohnt hätte, wie die jetzt besser wären. Weil das würde jede Doku so machen. Deswegen fand ich den Ansatz hier gar nicht schlecht und ich finde, als Klavierspiel-Doku taugt das nicht ganz so viel. Ich finde aber als Psychologiestudie finde ich das echt super. Also ich fand einfach den Aspekt, also was das für Menschen eigentlich sind, die da gerade diese Klavierstunden haben, sowohl als Schüler als eben auch als Lehrende, das fand ich extrem interessant. Und jemand wie mich, der jetzt gerne auch mal so seine Charakterstudien so treibt, für den fand ich das äußerst abwechslungsreich. Deswegen habe ich mich auf den Aspekt dann eingelassen und fand es dann eigentlich sehr gut. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so an Klavierunterricht denke, ja, um das jetzt mal aufzunehmen von dir mit Charakterstudie und vielleicht auch, wie die sich verhalten und wie das alles so abläuft, habe ich so ein bisschen, ad hoc ein klassisches Bild im Kopf, also dass man da eher so diese etwas strengeren Lehrer hat und dass man da halt viel üben muss und so weiter und dass halt auch gerade bei den Kindern das oft eher von den Eltern kommt und dass die da gar nicht so richtig Lust zu haben. Und ich finde, das wird halt teilweise zwar angedeutet, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil gerade bei den ersten Graden, da merkt man doch sehr häufig, dass da viel auch von den Eltern kommt und hätten sie das ein bisschen mehr ausgereizt, das hätte mich halt total interessiert, weil ich glaube, das ist total oft der Fall, dass gerade in dem jungen Alter die Kinder da gar nicht so richtig Lust zum Klavierspielen haben und auch hier sieht man so ein paar Exemplare, bei denen das glaube ich auch so ist. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Mir kam das einfach vor wie eine absolute Wohlfühl-Doku. Hätte man hier und da ein bisschen gezeigt, dass da Leute sind, die sich damit besonders schwer tun. Leute, die vielleicht auch anderweitig Probleme haben, die ihnen das Klavierspielen erschweren. Oder auch eben Leute, die das Gefühl haben, sich einem enormen Druck ausgesetzt zu sehen. Ich hätte einfach ein bisschen mehr Düsternis da drin gesehen. Das hätte das Ganze auch nahbarer gemacht. Aber du hast, wie gesagt, sowohl was die Menschen betrifft, als auch was hier die Inszenierung betrifft, dieses endlose Wiederholen. Du siehst dann immer diese wunderschön gepflegten Vorstadthäuser, jemand sitzt mit dem Lehrer am Klavier, die spielen, dann sitzen sie auf der Couch, werden interviewt, sagen was Nettes und Lustiges, dann sind sie wieder am Klavier, dann sitzen sie wieder auf der Couch. Und es ist alles so seicht und du hast vorhin den Punkt Charakterstudie genannt. Für eine Charakterstudie war mir das dann auch zu oberflächlich, weil das war zu sehr irgendwie Nachmittagsprogramm auf Dreisat, so was halt dann die Oma ganz gut unterhalten kann. Aber für eine richtige Charakterstudie, da hätte man vielleicht mehr ins Innenleben dieser Leute eindringen sollen, warum sie überhaupt Klavier spielen und was sie sich davon erhoffen und ob sie sich damit schwer tun oder nicht. Da hat mir doch dann einiges gefehlt. Ja, kann ich dir auf jeden Fall mit Recht geben. Ich muss aber sagen, so zwischen den Zeilen hat man da sehr viel rauslesen können, weil wenn ich jetzt einfach mal resümiere, was waren das eigentlich alles für Menschen? Wenn ich jetzt mal die Doku komplett durchgehe, egal ob Lehrer oder Schüler, da war niemand dabei, den du als Otto-Normal-Typ bezeichnen würdest. Das waren alles sehr, sehr spezielle Charaktere. Seien sie so leicht autistisch-Asperger-mäßig angehaucht gewesen, zum Teil, oder eben sehr, sehr begabte Kinder waren ja auch mit dabei, vor allen Dingen Jüngere waren ja dabei, die auch in hohen Graden noch mit gezeigt wurden. Das waren natürlich auch so Ausnahmetalente, oder es waren welche dabei, die irgendwie irgendeine soziale Schwäche hatten, und bei den Lehrern waren generell auch sehr exzentrische mit drunter. Gerade die eine, die keine Ausbildung hat und keine Zertifikate, um Klavierlehrerin zu sein, die so eine alte Musiker-Jazzerin war oder was, mit dieser unglaublich rauchigen, tiefen Stimme. Das waren alles Charakterköpfe.
Und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht und wie die da rangehen. Und es gab auch ein paar Lehrer, da, die hätten mich wahnsinnig gemacht, wenn ich da Schüler gewesen wäre. Also vor allen Dingen die eine, die mit der farbigen Schülerin gearbeitet hat. Also die Lehrerin von ihr, die wär mir eine Minute hätte ich die gehört, da hätte ich die aus dem Fenster geschmissen. Die war, fand ich nervig, wie die gesprochen hat. Aber ich fand alles so ein bisschen spleenig und auch die Schüler teilweise ein bisschen besonders. Und vor allen Dingen bei den Jüngeren hast du gemerkt, das waren alles aus privilegierten Hause. Ja. Das waren keine normalen, das waren wirklich so, du hast auch gemerkt, die haben alle perfekt Englisch gesprochen, waren aber keine Native Speaker, das waren alles Zugezogene, also da mit ordentlich Geld dabei. Also ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist halt auch das, was den Film letzten Endes rettet. Also der ist ja für das, was er von der Struktur her zeigt und was wir ja vorhin schon kritisiert haben, ja relativ lang. Aber dadurch, dass du halt wirklich diese unterschiedlichen Lehrer, unterschiedlichen Kinder, diese Spleens halt hast, trägt es letzten Endes für mich zumindest dann doch durch die ganze Zeit. Ich glaube aber, dass auch einige, so wie ich das jetzt bei Christopher rausgehört habe, da das schon etwas zu lang fanden. Meine Frau, die auch daneben saß, die fand es auch ziemlich langweilig insgesamt. Aber ich glaube, es kommt auch ein Stück weit darauf an, wie man generell zum Thema steht. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, Christopher, ob du irgendeinen musikalischen Background hast. Aber Berg und ich, wir haben ja zusammen in einer Band gespielt und sind halt auch selbst musikalisch unterwegs. Jetzt zwar nicht im Klavierbereich, aber von daher hat man da schon so eine gewisse Verbindung und auch nochmal mehr Interesse dazu. Aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, wenn da jemand kommt, der gar kein Interesse irgendwie daran hat oder keine Verbindung, der hat halt nach 20 Minuten keine Lust mehr. Ja, jetzt kann ich eure Meinungen sehr viel besser nachvollziehen, weil mir geht's da absolut so. Nein, ich habe nie ein Instrument gelernt, ich hatte auch nie Interesse daran. Deswegen konnte ich da so keinen Zugang finden. Mir blieb aber diese eine Stelle haften, als diese Lehrerin, die den Heavy-Metal-Typen unterrichtete, sagte, das Allerwichtigste neben der Geduld, die man haben muss, ist, dass man dem Schüler nicht die Laune am Spielen vermiest. Weil die Laune am Spielen ist es, die das am Leben hält, die ihm auch die Motivation gibt, weiter spielen zu wollen. Und die Laune am Spielen kann einem, auch wenn es einem mal richtig schlecht geht, auch über gewisse Tiefen im Leben hinweg helfen. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil da musste ich an viele Lehrer, jetzt nicht Musiklehrer, im Allgemeinen Lehrer aus meiner Schulzeit zurückdenken und dachte, ja, von der hätten sich die alle mal eine Scheibe von abschneiden können. Das ist ja jetzt so ein Stück weit so diese Magie und Macht der Musik, die ja auch teilweise da ganz gut beschworen wird. Also das fand ich dann auch wieder positiv, auf jeden Fall, ja. Ja, also wenn ich das einfach resümiere, da kann ich auf jeden Fall sagen, für jemanden, der selber Musik macht, ist es auf jeden Fall leichter zu ertragen, in Anführungsstrichen, was hier der Film Klavierstunden bringt. Aber für mich war vor allen Dingen, wie schon gesagt, der Aspekt, der psychologische Aspekt, was sind das eigentlich für Typen, interessant. Da hat es mich von dem her nicht so gestört, dass das Klavierspielen selbst gar nicht so krass thematisiert wurde. Muss aber sagen, eben für eine Doku, die sich mit Klavierspielen beschäftigt, war erstaunlich wenig Klavier drin. Also für meinen Fall war doch genug Klavier drin. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Fazit. Ja, man muss wohl in dieser Materie drinstecken. Andernfalls hat man da, denke ich, doch gewaltige Probleme reinzukommen. Ich denke, es wäre für mich unterhaltsamer gewesen, wenn es um die Hälfte kürzer gewesen wäre. Dann hätte ich dem mehr abgewinnen können. So war das auf Dauer doch sehr erschöpfend. Und es ging halt nicht für mich in die Tiefe genug, damit man wirklich da am Ball bleiben würde von einer menschlichen Seite aus. Wenn man jetzt kein Draht hat zu den musikalischen Aspekten oder zu diesem ganzen Prozess, wo man etwas erlernt, in dem man richtig gut werden will. Von daher gebe ich recht nüchterne 2 von 5 Noten. Also ich habe gerade schon mal gesagt, als Klavierspiel-Doku finde ich es nicht ganz so gelungen. Finde auch, dass es ein bisschen an der Oberfläche herumplätschert, aber als Charakterstudie mit verschiedenen Typen, die man einfach kennenzulernen, was sind das eigentlich für Leute, die besonderes Talent für Klavierspielen oder Klavierlehren haben, da ist das schon ganz gut gewesen, hat mich also auch deswegen unterhalten und deswegen würde ich 3,25 Noten von 5 geben.
Ja, ich fasse das zusammen mit einer Wohlfühl-Doku, die für Nichtmusiker wahrscheinlich etwas zu lang geraten ist. Ich persönlich fand sie trotz der Länge recht unterhaltsam und das liegt vor allem an den sehr unterschiedlichen Typen, die gezeigt werden. Für mich ist das insgesamt eine, das muss ich mal umrechnen, ich rechne ja sonst immer in Zehner-Schritten. Ich glaube auch eine 6,25, wie Berg das gesagt hat. 3,25. Ach, ja, 3,25, Entschuldigung. Ja. Sehr gut. Ja. Ja, ich weiß nicht, wer hier irgendwann mal diese 5-Punkte-Regel eingeführt hat, aber wir halten uns alle daran aus nicht erdenklichen Gründen. Aber sie ist, ja hier, sie ist hier Gesetz beim Telestammtisch. Sehr also, schön. Ich möchte noch mal ganz kurz zum Abschluss für diejenigen, die jetzt den Film gucken, noch mal so ein bisschen das Glas zum Zerbrechen bringen lassen. Ganz am Anfang, ich glaube beim ersten Grad, der gezeigt wird, da wird eine etwas ältere, beleibte Dame gezeigt, die auch versucht, Klavier zu spielen. Und wenn die interviewt wird, sitzt die auf einem riesigen Zweisitzer-Sofa. Ich konnte nichts anderes sehen als dieses riesige Sofa. Also ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Ja. Aber das war äußerst kurios, diese Szene. Es wäre das gebe ich noch mal mit auf den Weg. Ja, es wäre für diese Dame schmeichelhafter gewesen, hätte man sie in einem Sessel interviewt und nicht in einem Sofa, das aussieht, als würde es gleich nachgeben. Aber na gut, das war eine fehlerhafte Entscheidung des Regisseurs. Ja, damit bedanken wir uns alle bei euch für das Zuhören. Der Film startet übrigens, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, am 16.01.2020 in den Kinos. Wenn ihr das Pianospielen erlernen wollt oder es schon erlernt hat, ist da auf alle Fälle eine klare Empfehlung, sogar von mir. Wenn ihr jedoch zwei linke Hände habt und habt von sowas überhaupt keine Ahnung und auch null Talent, dann hört euch einfach ein gutes Klavierstück an oder besucht ein Konzert, da habt ihr am Ende mehr von. Ich bin Christopher, bei mir waren das Duo Steven Spoilberg. So sieht's aus. Dann von unserer Seite auch ein fröhliches Tschüss und bis bald. Ciao. Danke, dass wir da sein durften. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Besprechung hier im Telestammtisch. Heute mal nicht mit einem japanischen Film, sondern einem chinesischen. Und ich bin der Steffen und ich bin nicht alleine. Bei mir sind Christine. Hi. Und die Britt-Marie. Hallo. Ja, wir haben gesehen Shadow von... Wer hat sich den Namen vom Regisseur gemerkt? Zhang Yimou. Ja, wenn man ihn denn so ausspricht. Das ist, jetzt fängt es an mit Namen. So wird er geschrieben. Man kennt ihn wahrscheinlich am ehesten durch Filme, wie wir gerade schon festgestellt haben, wie Hero oder House of the Flying Daggers. Das sind so die Bonds-Hits in der Runde, die bekanntesten Filme von ihm. Der hat aber noch ein bisschen was mehr gemacht. Aber das ist jetzt so sein relativ neuester Streich von 2018. Genau. Und wer möchte denn mal... Weißt du, ja? Ich wollte noch sagen, ein Film ist mir noch eingefallen, den hatte ich schon wieder verdrängt, weil der so schlecht war. The Wall hat er auch gemacht. Der mit Damon, ne? Den habe ich gar nicht. Richtig. Den habe ich gar nicht gesehen. Der Whitewashing-Actionfilm, ja, genau. Uiuiui. Ja. Ui, ui. Ja, den gibt's auch noch, den habe ich mir aber tatsächlich gespart. Genau. Wer von euch beiden möchte denn mal grob zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Da haben Kaiser und ich vorhin schon drüber diskutiert, wie viel man denn jetzt eigentlich verraten kann, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Ja, fang mal an, Kaiser, und ich grätsche dann mit rein. Es gibt quasi mehrere Königreiche und man möchte unbedingt, dass der Frieden erhalten bleibt. Allerdings beschließt ein General durch einen unglückliche Ausdrucksweise beschwört er mehr oder weniger den Krieg herbei. Und das passt dem König so überhaupt nicht. Und er sagt, geh weg, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich will den Frieden behalten, man macht das unter euch aus. Das ist so die grobe Story. Lustig. Ich finde das total lustig, wie anders du den Inhalt beschreibst, als ich ihn jetzt beschrieben hätte. denn das stimmt, ja, das ist auch ein Teil der Handlung, ein weiterer Teil und ich finde, da können wir ruhig ein bisschen spoilern, denn das ist etwas, was in den ersten 5 Minuten des Filmes also enthüllt wird, ist, dass die Hauptfigur im Grunde ein Doppelgänger, ein sogenannter Schatten ist,
das sind Figuren, die ursprünglich wohl als Doppelgänger für Könige oder eben wichtige Personen in der Öffentlichkeit agiert haben, dass wenn diese Personen zum Beispiel bedroht werden oder ein Attentat auf sie ausgeübt wird, dass das dann eben nicht die echte Person trifft, sondern diesen sogenannten Schatten. Und die Hauptfigur in diesem Film ist eben so ein Schatten, der anstelle einer anderen Figur agiert, und um ihn herum entspinnen sich dann Intrigen, die eben mit diesem Krieg natürlich auch zusammenhängen. So als kleine Ergänzung vielleicht. Wobei man auch dazu sagen muss, dass keiner weiß, dass der Schatten quasi agiert anstatt der echten Person. Das ist so ein bisschen der Clou an genau, der Geschichte. Genau, das, ja. Steffen, hättest du es nochmal anders beschrieben? Nee, ich glaube, ungefähr auf dem Level hätte ich es auch beschrieben, um die großen, gröberen Zusammenhang dann auch dazu haben, also eben diese kleinen Hofstadt, diese doch zentralen Figuren, die da miteinander agieren und so, zumindest im ersten Drittel eher so ein Politdrama miteinander ausfechten. Du sagst schon erster Drittel? Ja. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, dass, fangen wir direkt mal damit an, also ich muss auch direkt sagen, dass das erste Drittel für mich ein bisschen zäh war. Ich habe mich mit dem Anfang ein bisschen schwer getan. Es hat eine Weile gedauert, bis ich drin war im Film. Und das war genau dieser Anfang. Der Film ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, 1 Stunde 56 Minuten lang. Und er fühlte sich für mich an wie 3 Stunden. Deshalb musste ich auch eben so schmunzeln, als du vom ersten Drittel gesprochen hast. Ich habe zwischendurch auf die Uhr geguckt. Es sind ziemlich genau die ersten 40 Minuten. Und erst dann verlässt man tatsächlich zum allerersten Mal so diesen Palast und diese ganze Politebene, und man tritt nach draußen. Das Ganze wird ein bisschen größer, es wird gekämpft, trainiert. Also das, was ich eben auch von dem Eastern in Anführungszeichen so ein bisschen erwarte. Also man hat schon so dieses historische Setting, alles ist ein bisschen sehr hochstilisiert, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber so nach 40 Minuten hat man eben zum allerersten Mal so ein bisschen ein anderes Bild. Und also ja, zäh war es, aber ich glaube, dass der Film das auch brauchte, um erstmal klar zu machen, wie die Verhältnisse zwischen den Figuren sind. Also ich habe das hinterher dann schon auch zumindest wohlwollend akzeptiert. Das war schön ausgedrückt. Das erste Drittel habe ich dem Film auch gar nicht übel genommen. Ich war tatsächlich ungefähr eine Stunde lang wirklich dabei, bevor ich das erste Mal auf die Uhr geguckt habe. Denn da war ich einfach neugierig, worum geht's? Hier werden die Verhältnisse erstmal geklärt und was ist so die Grundprämisse? Da war ich auch neugierig drauf. So die erste, sagen wir mal, vielleicht 40 Minuten. Dann fand ich die nächsten 40 Minuten extrem langatmig. Also die hätte ich ehrlich gesagt am liebsten rausgekürzt. Und dann die letzten 40 Minuten, dann, wenn es losgeht mit ein bisschen Action und Kämpfen und so diesen Kampfszenen, die man sich bei sowas ja erwartet, da war es dann wieder sehr kurzweilig und spannend. Ja, also schwierig. Ja, das letzte Drittel war wirklich das Beste am Film. Da sind auch für mich die Effekte, das, was der Regisseur kann, am besten zur Geltung gekommen. Also das war eigentlich so die Glanzzeit des Films, kann man sagen. Ich finde ja den Politdrama-Teil, der hier ja tatsächlich die größte Rolle spielt in dem Film, den finde ich gar nicht so unspannend, ja. Also ich finde, der hat auch seinen Reiz. Er hätte halt nur für mich ein bisschen, ja, mit bisschen mehr Schwung erzählt werden können. Aber das ist natürlich auch eine stilistische Entscheidung. Es ist ein behäbiges Erzähltempo, auf das muss man sich einlassen. Ja. Ja gut, man merkt, aber ich finde gerade in dem ersten Part merkt man nicht so, was er filmisch kann, was er optisch kann. Der Film ist ja, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, grau gehalten. Der Film ist nicht schwarz-weiß, er wirkt aber ein bisschen wie schwarz-weiß. Also er ist in so einem grau, dreckigen, schmutzigen Ton gehalten. Du hast eigentlich keine wirklichen Farben, wie man es jetzt so bei chinesischen Gewändern zum Beispiel kennt. Das hast du alles gar nicht. Na gut. Und ich finde halt gerade am Ende, wenn dann die Kampfszenen sind, wenn dann diese Aufnahmen, diese Kameraeffekte sind, diese natürlichen Sachen, mit denen er eigentlich arbeitet, das finde ich, kommt gerade in der letzten Hälfte am besten raus. Na gut, du hast eine Farbe in dem Film, abgesehen von eben der Hautfarbe, die ja auch trotzdem komplett entsättigt ist, nämlich Rot für Blut, ja. Und das spielt dann eine Rolle, wenn die Kampfszenen beginnen. Und vorher ist der ganze Film ist eben, man denkt zuerst in Schwarz-Weiß gehalten und dann fällt einem eben auf, es ist doch nicht so. Es ist halt total entsättigte Grautöne, die so ein bisschen, habe ich gelesen, diese chinesischen Tuschezeichnungen
ja, zeigen sollen oder dem Ganzen ein bisschen nachempfunden ist, worauf ich hin dann chinesische Tuschezeichnungen gegoogelt habe und festgestellt habe, ja, ist tatsächlich enorm ähnlich. Also wenn das der Look war, auf den er hinaus wollte, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann ist das wirklich sehr gut gelungen. Also ich finde es optisch, ist das sowieso ein großartiger Film. Also optisch und die Bilder und die Farben, auch die der Soundtrack, auch die Musik und die Geräusche und so weiter, fand ich sehr, sehr gut. Also alleine schon für, ja, so einen Augenschmaus könnte man sich den angucken. Also ich finde, der bietet sich halt ein Stück weit auch so diesen ganzen amerikanischen Superheldenfilm an, so diese Marvel-Filme, die halt auch in Amerika, die auch in China unfassbar erfolgreich sind. Die sind ja auch, also man hat natürlich einen Captain America, der in einem blauen Dress runter herumläuft, aber der ist ja auch, also dieser Marvel-Look ist ja auch schmutzig und ein bisschen grau. Und also ich glaube, dass der Regisseur in dem Film den Weg einfach noch weiter konsequent zu Ende geht und sagt, na, es ist halt auch nicht so romantisch, was hier gezeigt wird. Also das ist ein anderer Film, als es Hero ist. Hero ist ja ein Fantasy-Film im weitesten Sinne, also auch eine Legende, die hier erzählt wird. Und es ist auch nicht so dieser überstilisierte Kung-Fu-Martial-Arts-Film, wie es House of the Flying Daggers ist, sondern es ist schon noch, klar, wir kommen dann hinten auf die Action-Szene nochmal zu sprechen bestimmt, aber so im weiten Teil doch relativ realistisch gehaltener Film. Und da machen für mich die Farben oder das Fehlen von Farben auch Sinn, gerade in Bezug auf das Wetter, was noch dazu kommt. Dann kommen später so ein bisschen so ein paar Erdtöne noch dazu in den Farben. Also das hat für mich am Ende alles zusammengepasst auch, ja. Man muss ja auch sagen, ich glaube, 3/4 des Films spielt im Regen. Also es regnet die ganze Zeit, auch das übrigens auch als Soundkulisse sehr, sehr entspannt. Ich habe so eine Regen-App, die ich manchmal anschmeiße, und zwischendrin war ich dann kurz davor und dachte, nein, nicht einschlafen. Weißt du, so wie Pavlovscher Reflex. Nichtsdestotrotz werden ja hier auch ein paar Symbole aufgemacht. Also du hast ja immer wieder Yin und Yang, die im Film vorkommen, optisch und auch immer wieder im Dialog. Und im Zuge dessen habe ich dann auch eben gelesen oder ja, dass eben auch so ein bisschen die eine Partei eben mit weich, Wasser, weiblich assoziiert wird und die andere Partei dann eben mit hart, männlich, Feuer, ja. Deswegen ergibt auch, wenn man so diese Symbolik mit reinnimmt, auch diese Regen der ganze Zeit Sinn, ja. Also es ist schon ganz spannend zu sehen. Es ist natürlich ab und zu mal ein bisschen on the nose, ja, also so ein bisschen sehr deutlich, aber mich hat es nicht gestört. Also ich gucke so Filme nicht so häufig und deswegen war da vieles dabei, was ich jetzt ganz gut gelungen fand und was für mich persönlich überraschend war. Ja, also der Twist am Ende, der kommt wenig überraschend, glaube ich. Das ist so. Das stimmt, den fand ich auch vorhersehbar. Also, das ist dann, also nach all dem, was vorher passiert ist, ist das eigentlich schon fast die logische Schlussfolgerung dessen. Aber das macht für mich das Ende auch so wirkungsvoll, auch so eine der letzten Einstellungen. Also auch da fällt das Puzzle, was man da jetzt die 2 Stunden vorher gesehen hat, auch schön ineinander. Und also eine der Figuren, die also ein bisschen der ganzen Situation ausgeliefert ist, ich gehe mal nicht weiter drauf ein, wer, also die vielleicht die einzige Verliererin, Verlierer ist an der ganzen Nummer. Nee, also das auch von der Story her und auch mit der Auflösung hat das für mich sehr, sehr gut geklappt, ja. Ja, also ich war trotz der gefühlten 3 Stunden unterhalten. Also das kann man schon sagen. Und ja, Kampfszenen. Also ja, ich habe Hero gesehen, ich habe House of Flying Daggers gesehen und da sind die Kampfszenen natürlich auch spektakulär. Ich fand sie jetzt hier auch toll, aber ich muss dazu sagen, ich kenne mich in dem Genre auch nur bedingt aus. Ja, ich habe nicht so viel gesehen. Das heißt, das, was mir jetzt hier beeindruckend vorkam, ist vielleicht gar nicht so beeindruckend. Ich kann das schlecht abschätzen. Doch, ja, also der legt ja seinen Wert darauf, dass du siehst, was passiert. Dass es nicht so schnell ist wie in vielen Filmen, dass es einfach husch, husch, husch und Kopf ab. Sondern du siehst ganz genau, wie die agieren, was die machen und es wirkt realistisch. Es wirkt nicht utopisch, sondern es wirkt die ganze Zeit realistisch. Selbst wenn die irgendwelche Sprünge machen, es wirkt realistisch die ganze Zeit. Also die Waffenwahl auch und wie die dann verwendet wird und auch die Szene, wie dann die Stadt versucht wird zu erobern, ich denke, so viel kann man schon sagen, das waren so Szenen, wo ich dachte, ach guck, habe ich in so einem, also so in einem anderen Film auch noch nicht gesehen.
Also was mich hier wirklich beeindruckt hat, und das ist ein Mittel, mit dem man das eben auch gestalten kann, ist das sogenannte Wirework. Also da werden Leute wirklich an Drähten aufgehängt und quer durch Räume gezogen und also fast waagerecht durch die Luft geleitet, und die werden hinterher rausretuschiert. Und also in einem Film wie Crouching Tiger, Hidden Dragon, wo dann Shao Yun-Fat und ich glaube, wer ist es, Lucy Liu, glaube ich, dann irgendwie die Bäume hochrennen. So schlimm ist es hier nicht, aber das fällt eben auch unter Wirework. Und das fand ich sehr gut gemacht, und aber eben auch in dem Rahmen dessen, was dann eben so das hat in einem Haus gespielt, in einem relativ engen Rahmen, hat das, also ich wusste, wie es hergestellt wird, aber es hat für mich trotzdem funktioniert, es war effektvoll irgendwie. Und das ist halt fürs chinesische Kino und auch für die alten Kung-Fu-Filme ganz, ganz typisch, und das hat mich hier wirklich abgeholt. Du hattest gerade eben schon mal das Blut angesprochen, Britt-Marie. Das sitzt sich hier auch nicht zimperlich. Also das spritzt hier wirklich. Ja. Da muss man auch dazu sagen. Übrigens kein FSK. Ich habe extra nachgeschaut, ja, weil ich dachte, oder vielleicht noch kein FSK, vielleicht wird das noch zugeteilt, weil ich dachte, oh, das würde mich jetzt mal interessieren, ob das ab 16 ist oder ab 12 dann vielleicht sogar schon. Wobei ich persönlich ja eher ab 16 empfehlen würde. Hm. Also ja. Aber Steffen, ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen. Ich glaube, ich war fertig. Okay. Ja, ich meine, es ist natürlich auch, dass ja das Blut, also dieses Blutrote, auch die einzige Farbe ist, die dann in diesem Film vorkommt, ist natürlich jetzt auch nichts Neues, ja. Und auch das, aber es ist gut, also ich finde sowieso, es sind hier einige Dinge in dem Film, die wirklich nicht neu sind, aber sie sind sehr gut eingesetzt, ja. Also man merkt, dass da jemand agiert als Regisseur, der sein Handwerk versteht und der weiß, wie er das verwenden muss, damit es den bestmöglichen Effekt gibt. Und das funktioniert für mich mit dem Film tatsächlich sehr gut. Er ist zurück auf der Leinwand ohne diesen schlechten Vorgänger. Ja. Ja, man muss es ja leider sagen. Damit hat er sich ja keinen Gefallen getan, aber mit dem Film würde ich sagen, ist der Regisseur auf jeden Fall zurück. Er sollte das Level auf jeden Fall halten und besser werden. Weil ein Kritikpunkt, den ich wirklich habe an dem Film, er hat mich emotional nicht berührt. Ich habe von ihm schon Filme gesehen, ich habe ein paar mehr gesehen, die haben mich emotional doch deutlich mehr berührt, auch ohne spektakuläre Kämpfe. Die sind mir einfach näher gegangen wie jetzt der Film. Ich weiß nicht, ob es an der Vorhersehbarkeit lag oder so. Ich weiß es, obwohl eigentlich nicht. Kann er mir trotzdem nahe gehen. Aber er hat mich einfach emotional nicht berührt. Und das ist eigentlich mein Kritikpunkt an dem Film. Ist halt die Frage, ob jeder Film immer sofort irgendwie eine Emotion hervorbringen muss. Also ja, doch. Er muss mir also irgendwie, muss ich ja mit, wenn es nur spannend ist, ob ich mitfieber, ob es mir irgendwas leid tut oder irgendwie. Es sind ja alles Emotionen. Also ich gucke den Film ja nicht kalt. Aber er hat mich jetzt nicht so in Anführungszeichen aufgewühlt, wie er vielleicht hätte können. Zählt das auch, wenn das Paar mir auf den Keks gegangen ist? Wahrscheinlich nicht, gell? Also ich fand es zwischendurch ein bisschen anstrengend, aber mich hat das zumindest mitgenommen. Also ich fand es dann zu großen Teilen kurzweilig, und das hat schon ganz gut funktioniert. Aber ja, die Frage ist halt, was möchte der Film? Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so emotional dich packen möchte. Also ich glaube, das ist nicht die Intention. Also mich hat die Geschichte des Paares nicht im geringsten interessiert. Ja, aber es war ja auch nicht die Geschichte des Paares, die im Mittelpunkt stand. Ja, ja. Nein. Es ist ja eine komplexe Geschichte, aber da hat mich kein Punkt jetzt so. Ich meine, Film muss einen schon berühren in irgendeinem Punkt. Und das hat der Film, das fehlt mir. Das kann der Regisseur besser. Und ich denke, auch in dem Film hätte er es einbauen können. Ohne dass er irgendwie kitschig geworden wäre oder irgendwas. Also ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Und ich stimme dir da bis zu einem gewissen Punkt auch zu. Also du hast hier wirklich nicht so den emotionalen Anker, also nicht die Figur, für die du jetzt mitfieberst. Also die haben alle irgendwie Dreck am Stecken und haben alle ihre Agenda. So, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist ja so ein Machtgerangel aus vielen verschiedenen Personen und Positionen. Und also ich bin jetzt in der chinesischen Legendengeschichte und Historie auch nicht so bewandert, dass ich sagen könnte, das ist jetzt daher entnommen oder hierher entnommen. Aber ich sehe das halt schon eher so auf einem kulturellen Aspekt, dass man eben sagt, so hier wird eben so eine Heldengeschichte erzählt und vielleicht auch die eines Anti-Helden. Und also da brauche ich jetzt vielleicht auch nicht so den gescheiterten, traurigen Helden oder die Liebesbeziehung, sondern da reicht es mir am Ende
Ich bin da auch mit dem Lachen rausgegangen, aber eher so ein hämisches Lachen nach dem Motto, da hat aber jemand jetzt seinen Plan bis zum Ende durchgezogen. So, und habe mich dann auf der Ebene so ein bisschen mit der Figur mitgefreut. Und, ja, ich meine jetzt sowas gar nicht in der Richtung. Ich meine auch eher so, er ist mir, wir reden jetzt eine Woche von, dann habe ich den Film wieder vergessen. Das ist kein Film, der mir im Gedächtnis bleibt. Okay. Also mehr so auf der Ebene meine ich das eigentlich. Ich will jetzt keine überdramatisierten Figuren haben. Das ist überhaupt nicht die Art des Regisseurs und sowas will ich auch gar nicht haben. Es ist halt schwer zu beschreiben, aber er hat mich halt nicht ergriffen, nennen wir es mal halt so. Vielleicht ist das besser. Dann bin ich mal gespannt, was wir dann am Ende alle an Punkten vergeben, denn das klingt ja jetzt doch schlechter, als ich gedacht hätte. Also interessant. Ist ja nicht schlecht. Es fehlt mir halt einfach nur. Nein, also ich glaube, da sind wir uns aber einig, oder? Also wir waren, es gibt natürlich ein paar Schwächen und ein paar Dinge, die uns individuell jeweils gestört haben, aber so insgesamt, glaube ich, waren wir alle drei ganz gut unterhalten, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Das stuft den Film jetzt nicht herab bei mir. Wer möchte denn mal mit den Punkten anfangen? Oh je, ich nicht. Dann fängt Christine an. Nein, ich möchte nicht anfangen. Britt-Marie, du? Ja. Ja, ich dachte, Christine dachte, ich soll anfangen. Also, nein. Ja, ich würde ihm gerne 4 geben. Aber ich schwanke zwischen 3,5 und 4, wobei 5 das Beste ist, also zwischen 1 und 5, zwischen 0 und 5. Ich fühlte mich insgesamt ganz gut unterhalten und das, was ich an Storyplot ein bisschen schwach fand, holte auf jeden Fall wieder raus, allein schon durch die Optik. Ja, also so gute 4. Ich ende mit 3,5, weil ich auch gerne 4 gegeben hätte. Mir fehlt es da auch so ein bisschen am letzten Kniff und auch so am, ja, wie soll ich das sagen, so das letzte Aha-Erlebnis, weil es am Ende dann doch also exakt so gelaufen ist, wie ich es vorhergesehen habe. Und da bin ich immer so ein bisschen irritiert. Also wenn ein Regisseur oder auch ein Drehbuchautor, Autorin mich dann so wenig überrascht, dass ich dann am Ende sage, ja gut, habe ich jetzt auch so kommen sehen. Storymäßig hat sich dann aber doch alles zusammengefügt. Die Action fand ich toll choreografiert. Die hatten da zum Teil ziemlich abgedrehte Waffen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Da kann man sich drauf freuen. Und also für die 4 hat es eben nicht ganz gereicht. Und also ich bleibe dabei 3,5, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, also ich gebe mich da ein bisschen schwer, bei Punkten zu vergeben. Ich würde letztendlich, weil 4 finde ich auch zu gut und 3 finde ich zu schlecht. Also ich würde wahrscheinlich mich auch bei 3,5 einpendeln. Gut. Dann haben schön wir's. Was? Schön was. War mal in neuer Besetzung für mich. Wollt ihr noch 2-3 Takte sagen, wo man euch sonst noch so hören kann, außerhalb des Telestammtischs? Kaizo? Also mich findet man mich unter anderem noch beim Comic-Klatsch oder halt auf meinem Blog Live for Books. Das sind meine Schwerpunkte. Mhm. Steffen? Ja, und ich mache mit meiner Partnerin Kati zusammen den Videomitschnitt-Podcast, alles, was dazu gehört, mache noch den Kaiju- und Monsterfilm-Podcast König der Podcasts und bin ganz viel beim Telestammtisch zu hören. Genau. Ja, und ich mache den Frankfurter Kanz, einen Klatsch- und Tratsch-Podcast, bei Lady, einen Jane Austen-Podcast und Trackgasm, einen Star Trek-Podcast. Dann danke euch und bis zur nächsten Besprechung. Genau, bis zur nächsten Besprechung. Ciao. Tschüss. Tschüss.